Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen CSGO Overwatch. Wir sind auf das 2, wer hätte es gedacht, so wie ungefähr in 90% aller Overwatches. Die restlichen 10% sind Mirage only, deswegen, ja egal. Steht 8-12, der Suspect hat 9-16. Und gucken wir mal. Sieht eigentlich ganz normal aus bis jetzt, auf jeden Fall. So, leg das Ei am besten mal, genau, damit die Gegner kommen müssen, damit ich hier irgendwas bewerten kann, ne? Ja, ja, das sah ja richtig komisch aus. Das sah irgendwie komisch aus, ich weiß auch nicht. Ja, erstmal selber flashen und... Oh, Iguna, was macht der denn, Alter? Den einen holt er auf jeden Fall, den anderen hat er den auch auf dem Schirm, oder nicht? Ja, naja, er rennt da schon straight hin, so, checkt gar nicht den Spot, checkt gar nicht Plateau und so, war ein bisschen komisch, aber kann man jetzt mal noch durchgehen lassen. Hä? Was war das denn, Alter? What the fuck? Wie hat er diese rationale Entscheidung getroffen? Zu flashen? Da muss ja der Entscheidungsprozess irgendwie vorhanden gewesen sein. Da muss er gesagt haben, ey, hinter mir kann keiner sein, ich flash jetzt hinter mich. Oder warum? Was macht der denn, Alter? Richtig komischer Player. Also er safet jetzt schon mal hinten ab, aber da kommt jetzt ewig keiner. Können wir die Demo-UI aufmachen. So, aber jetzt geht's eh weiter. Und... Oh, oh, oh! Was? Da hat er sich verraten! What? Ah! Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber den oben hat er nicht gesehen, oder? Und er hat hochgezogen. Ich werde es euch sowas von der Zeitlupe zeigen. Ich werde es leider nicht in Zeitlupe zu sehen bekommen. Aber, oh, ich glaube, da hat er sich verraten. Da hat er sich verraten. Er zielt einfach eiskalt nach oben, weil da ein Gegner steht, aber den konnte er gar nicht sehen. Den hat er nicht auf dem Schirm. So, den hat er auf dem Schirm. Also er weiß ziemlich viel, muss man schon sagen. Hör mal, findet er den auf lang? Ah, da ist er. Ja, also, Warlock würde ich ihm fast drücken, jetzt schon. Nach der Aktion mit der IP gerade. Aber wir gucken uns auf jeden Fall noch ein paar Runden an, damit wir uns auch schön sicher gehen können hier. So, rennen wir hier schön auf B. Ne, will er nicht, Mitte unten. Ist keine einzige Gegnersau. Ich werde mir auch gleich diese eine Szene nochmal angucken, ne? Bevor ich Punish mache oder bevor ich irgendwas drücke. Gucke ich mir das auf jeden Fall nochmal kurz an in Zeitlupe in meiner Aufnahme. Weil ich dann, wenn er den wirklich nicht gesehen hat, dann ist es einfach ein Wallhack-Bust. Und, oi, 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 oi. Also das war auch wieder sehr Richtung Wallhack, weil in den kleinen Schlitz zielt doch keine Sau, zielt in diesen Schlitz rein. Und er schießt auch noch im richtigen Moment, also er hat ihn fast bekommen. Also ich nehme dieses Video gerade auf, es ist Mittwoch 13.30 Uhr, es ist ein vorproduziertes Video, das wird wahrscheinlich online kommen am, wahrscheinlich Samstag 19 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt gerade bei Rock im Park, deswegen ist auch dieses Video vorproduziert und ich gönne mir wahrscheinlich gerade Panic at the Disco. Und, da werde ich wahrscheinlich gerade dazu upragen um 19 Uhr. Mich würde aber interessieren, was ihr gerade macht. Schreibt es mal in die Kommentare auf jeden Fall. Wir sind weiterhin gespannt, was hier das Suspect uns noch zeigen wird. Auf jeden Fall eine solide Nade. Okay, gucken wir mal, bei der letzten Gegner die Snake auch noch findet. Hat er ihn gesehen? Ich glaube, er ein bisschen gesehen hat, oder? Nee, anscheinend nicht. Oder er tut zumindest so, als hätte er ihn nicht gesehen. Aber überhaupt, dass er da schon abzieht. Also ich meine, er schließt ja alles andere komplett aus. Er sagt ja, der kann nicht kurz sein, der kann nicht Mitte sein, der kann nicht lang sein, der kann nicht Cutter sein, nicht T-Spawn, nirgendwo. Er hat eigentlich alles ausgeschlossen. Ich hoffe, sein Team macht hier nicht, räumt hier nicht wieder komplett auf. Weil ich möchte auch den Suspect hier mal in Action sehen. Ah, nee, leider räumt Kiwi auf. Ich hoffe, wir haben noch eine Runde. Ich glaube, das war die letzte. Oder haben wir noch eine? Ja, eine haben wir noch. Eine gönnen wir uns noch. Eine geht noch. Upp. Okay, dann haben wir hier Zeitlupe. Mal gucken, wie er hier reagiert. Die Flash müsste... Nee, die fällt, ja. Sehr gut gemacht, Duck. Sehr gut. Und... Eieieiei. Angeblich Todesreflexe. Das war jetzt Zeitlupe, liebe Leute, ja. Nicht mal in Zeitlupe sollte man solche Reflexe haben. Also für mich ist es ein Wallhacker. Ich bin mir fast sicher, dass viele schreiben werden, der ist doch clean, weil sie was weiß ich was denken. Aber ich bin mir fast sicher, dass der Wallhack hat. Also Aimbot würde ich jetzt nicht sagen, ja, hat man nichts gesehen in die Richtung. Aber Wallhack, da waren einfach ein paar Szenen dabei, die einfach auffällig waren. Deswegen. Hier auch wieder. Guckt euch das an, guckt euch das an. Macht doch keiner so! Macht doch keiner so! Da will er jetzt aber auch nochmal sicher gehen, wo es 14-13 steht, so wie es aussieht. Und er weiß auch ganz genau, ja gut, ich meine, er hat ihn ja gerade eben schon gesehen, so, aber er traut sich auch nicht vorbeizugehen oder so. Und dann verkackt er. Dann verkackt er.
Ja, Leute, wie gesagt, ich werde mir jetzt erstmal kurz die Aufnahme abbrechen und angucken, ob er den sehen konnte bei der alten AWP-Szene. Und dann entscheide ich, ob ich ihn drücke oder nicht. So, Leute, ich habe es mir nochmal angeguckt und er konnte ihn wirklich überhaupt nicht sehen, hat ihn aber perfekt angeaimt. Das ist so das typische Wallhacker-Fehlverhalten, dass man einfach versehentlich jemanden anaimt, den man nicht sieht. Und damit hat er sich in meinen Augen absolut gebastelt. Es waren ja noch mehr andere Szenen dabei. Und hier wird es mich auf jeden Fall auch krass interessieren, was eure Meinung ist. Ja, glaubt ihr, hat er an oder glaubt ihr, hat er nicht an? Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. Clean oder nicht? Ich werde mir jetzt weiter Panic at the Disco bei Rock im Park reinziehen und wünsche euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Tschüss und auf Wiedersehen.